Ich bin euer Herbergsvater und sage hey, hey. Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Wie geht eigentlich Musik? Beim letzten Mal sind wir zusammen in die 80er eingetaucht. Schon wieder, ich liebe die 80er einfach. Und heute tun wir es schon wieder, denn es geht um die neue deutsche Welle. Eine Musikrichtung, ausgelöst durch Punk und New Wave aus England. Um nur ein paar der englischen Vertreter zu nennen, da wären zum Beispiel The Clash, The Cars, The Cure, The Smiths, ein Haufen This. Und alle haben sie diesen neuen Sound ausprobiert, vor allem was den Gesang anging. Aber es gab damals ebenso die ersten digitalen Effektgeräte und die wurden natürlich benutzt bis zum Get-No. Hier in Deutschland hatten wir dann so Vertreter wie Nena, Ideal, Trio, Falco, Peter Schilling, Joachim Witt, die Liste ist endlos. Aber was macht die neue deutsche Welle so neu und wellig? Es ist wie immer ein Aufbegehren der jungen Generation gegen konservative Werte, die total überholt sind oder überholt werden müssen. Und deswegen haben sie ihrem Ausdruck ein bisschen Ausdruck verliehen. Also Doppelausdruck. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt anhand der Drums. Die Trommeln trommeln einen Rockbeat. Also im Prinzip die Kick auf 1 und 3, die Snare auf 2 und 4. Wir sind übrigens im Tempo 160. 160. Ich habe hier absichtlich die Hi-Hat weggelassen, weil es soll ja noch ein bisschen Synthi-Krams dazukommen. Und zwar in Form der Drum Machine. Wir kennen sie schon aus etlichen Musikrichtungen, wie zum Beispiel House oder Hip-Hop oder Drum and Bass oder sowas. Selbstverständlich handelt es sich um die berühmte Roland CR78 Drum Machine. Sie spielt durchgehend den gleichen Beat, als hätte man auf die Taste gedrückt für Rock und dann geht's. Jetzt braucht's nur noch ein Instrument und wir haben neue deutsche Welle. Es ist der Bass-Synthi. Jawohl, das Zauberwort hier ist Achtel. Natürlich gibt es in der neuen deutschen Welle viele verschiedene Stilrichtungen, aber ich habe mich jetzt für diese entschieden, weil mir die am meisten zusagt eigentlich. Wobei ich eigentlich alle davon sehr mag. Aber die hier ist besonders für diesen zuckenden Tanz sehr gut geeignet und der Bass spielt, wie gesagt, Achtel. Pad-Synth. Der Pad-Synthi sollte so eingestellt sein, dass er einen sehr kurzen Decay hat, also bumm. Und wie die Drum Machine hat er ein einziges Pattern, was er die ganze Zeit gnadenlos durchspielt. Ach, ist das schön. Ich freue mich über diesen Groove. Wir kommen zur Gitarre. Es ist eine Rockgitarre, denn man hat sich natürlich nicht davor gescheut, in einer in einem ausschließlich aus Synthesizern bestehenden Song auch mal eine Gitarre zu benutzen. Dann aber natürlich auch wieder mit synthetischen Effekten, nämlich einem Chorus. Der gibt natürlich der Gitarre diesen 80er-typischen Sound und obendrein wird's auch noch ein bisschen verzerrt, weil, weiß ich nicht, weil's geil klingt. So klingt's schon ziemlich fett und jetzt kommen wir natürlich zum Wichtigsten, dem Gesang. Aha. Der Gesang muss eigentlich immer expressiv sein. Es ist egal, ob man den so zickig und staccato-mäßig wie Falco singt. 2, 3, 4, 1, 2, 3, na ist es nichts dabei, wenn ich euch erzähle die Geschichte. Wenn es so ein bisschen leierig ist, wie zum Beispiel bei Nena. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Wenn es total gelangweilt ist, wie bei Trio. Ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid. Aha. Oder wenn es so ein bisschen cartoonig gesungen ist, wie bei der ersten allgemeinen Verunsicherung. An der Copacabana unterm Wörthersee, starke Männer sind nie passé. Völlig egal. Hauptsache expressiv. Dann kommt ja noch der Fakt dazu, dass man möglichst einfach und schnell bunte und knallige Musikvideos produzieren wollte und hat. Also man hat das gemacht, aber die Mittel dafür waren, sagen wir mal, kacke. Ihr wirklich kein.
Gott, ich... Das hat mich total fertig gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Gucken wie ich beim Erkunden und Herstellen dieses Genres. Es ist wunderbar. Da kann man sich eigentlich niemals satt hören. Apropos, niemals satt hören. Ich bin mit Make a Move am 17., 18. und 19. Oktober 2019 auf Tour. Drei Städte, Frankfurt am Main, Göttingen und Köln. Es gibt nur für Göttingen Vorverkauf. Ansonsten nur Abendkasse. Kommt vorbei, es wird funky, heiß und nass. Ihr könnt euch mal einen kleinen Vorgeschmack holen. Hier gibt's ein paar Musikvideos von Make a Move. Zieht euch die mal rein. Es gibt hier ein bisschen mehr, wie geht eigentlich Musik? Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, liked, den Kanal abonniert. Ihr kennt das ja alles. So, ich gehe jetzt mal was essen. Hab ich einen Hunger!